Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play World of Warships. Tja, ich habe endlich die Freigabe bekommen, das richtig zu Let's Playen. Und das jetzt kommt das jeden Sonntag um 12 Uhr, wird bei mir dann World of Warships erscheinen. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen angefangen. Und zwar habe ich Chikuma, will ich jetzt heute anfangen mal, also will ich heute mal spielen. Das sind Kreuzer, wie ihr seht, Stufe 2. Und ich habe halt ein bisschen schon gespielt, wie man sieht. Da sind ein paar höhere klassigere. Aber ich wollte heute mit euch nochmal zeigen hier. Ich habe jetzt wie heißt der jetzt nochmal? Der Kapitän hier, Keisuke Suzuki, hat Level Up gehabt und kann jetzt eine Fähigkeit verteilen. Und da werde ich dann natürlich Grundlagen der Überlebensfähigkeit erst machen. Oder mache ich das? Ne, das brauche ich nicht. Also das hier ist für mich am sinnvollsten. Minus 15% auf Zeit für Reparatur. Das heißt, ich kann mehr Reparaturen durchführen. Gut, dann starte ich auch direkt mal das hier Gefecht. Ich brauche nämlich noch, wie ihr seht, noch ungefähr 600 Punkte, damit ich hier den Tenryu mir holen kann. Das würde ich nämlich gern haben. Dann machen wir mal Zufallsgefecht. Und los geht's. Liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, das letzte Let's Play. Es war ja eigentlich nur so als Test gedacht. Aber da das dann auch gar nicht mehr so schlecht ankam, habe ich gedacht, machst du mal noch eine Folge, noch ein paar Folgen davon. Und haben unseren Spaß auf See. So, natürlich nicht die besten. South Carolina muss eigentlich am schnellsten, weil das ist, glaube ich, so ein Payment-Schiff. Da hat sich mal wieder jemand einer was gegönnt. Also das werde ich wohl nicht machen. Also ich werde hier wohl kein Geld auslegen für. Aber ich habe das Spiel auch schon mal vorgedacht, so zum Streamen für Twitch, wenn ich da mal eine Kamera besitze oder so, dann werde ich mal nach Twitch gehen und da streamen. Vielleicht auch schon vorher, weil man braucht ja nicht unbedingt eine Kamera dafür. Werden wir mal sehen. So, los geht's auch schon. Wir versuchen mal, uns nach A durchzuschlängeln. Also hier über mein Headset ist es ziemlich laut, muss ich sagen. Mach mal ein wenig leiser. So besser. Ja, sehr schön. Drei Zerstörer sind auch auf der Seite. Da waren schon viele Zerstörer hier. Was macht der da? Mach dich weg. Das ist auch einer von meiner Sorte, oder? Hier ist ein Chester, aber ich bin schneller als der. Edge. Okay, fahren wir dann auch mal hier rum. Fahren alle hier rum, ist dann wohl ein bisschen sicherer. Ich fahre auch lieber mit den anderen mit, als dass ich nachher als einziger eine geplatscht bekomme. Kommt uns schon einer entgegen. Der Nikotym. Auch eine Chester. Ja, mal schauen, den treibt man doch bestimmt. Oder auch nicht. Torpedos, direct front. Ja, da kommen wir dran vorbei, aber locker. Aber ganz locker. Oh. Und dann hinter mir hat es geklatscht. So, den hier, den will ich jetzt. Torpedos to port. Das war ein Treffer.
So, werden wir jetzt gucken, dass wir den direkt... auch erwischen, wenn er hier rauskommt. Wo ist ein Torpedo? Da ist kein Torpedo. Mal ein bisschen hoch gezielt. Na, komm schon. Bevor der wieder hinter der Insel verschwindet. Das war ein schöner Treffer. No, und jetzt werde ich mir holen. Ja, komm schon. Ach, der ist schon kaputt. Okay, dann... irgendwie treffe ich heute nicht. Eieiei, den hat's erwischt. Ich bin heute echt nicht mit Treffsicherheit gebadet. Oder eher gesagt gewaschen. Treffe einfach nichts. Jetzt aber. Jawohl. Der gammelt einfach nur so rum. Das wird wieder Treffer. Okay, da hat ein eigener Mann da drauf geworfen. Na, was war das denn? Oh, der kriegt aber jetzt ordentlich Zucker. Und jetzt ist er weg. Ja. Ja, schön. Habe ich überhaupt Treffer gelandet? Oh, doch 10 Stück. Da hinten gammelt noch einer rum, aber so schnell kommen wir da nicht hin. So, treffe ich den damit? Ne, da muss ich noch weiter vorhalten. So. Das müsste sitzen. Natürlich nicht. Also irgendwann komme ich da bestimmt einmal dazu. Ich kann gerade nicht einen treffen. Helfe ich dem mal ein bisschen und dann schön frutz. Und jetzt hat er es aber. Ja, der ist weg. Und Treffer. Sehr schön. Hat mich nicht kommen sehen, sozusagen. Oh, sowieso das denn? Versuchen wir es da direkt mal. Wo bin ich jetzt hier? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Da. Hauen wir den mal weg hier. Na los, komm schon, bevor der was werfen kann. So, sehr schön. Da ist noch einer. Ist aber ein... oh, das ist ein schweres Schiff.
Sehr schön. Die Kanonen aus der Fisch gesetzt. Es brennt. Jetzt gerade wie auf dem Präsentierteller hier. Helft mir, Leute. Helft mir. Ich brauche euch. Na toll. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Was ballert denn hier alles auf mich? Ach so. Ach, ich war der Letzte auch noch. Ach so, ja, dann deswegen. Detonation. Helden der Schlacht. Erbar persönlich. Insgesamt 1. Mit Shift Shikuma erhalten sie einen kritischen Treffer am Magazin, der zu einer Detonation führt. Ja, super. Na toll. Aber Hauptsache, ich habe einen zerstört. Das, der Auftrag ist auch schon fast erledigt. Dann würde ich vorschlagen, wir machen direkt noch eine Runde. Weil ich muss ja gewinnen, um die Punkte zu erhalten. Die 1,5 Bonuspunkte. Also man bekommt nicht plus 1,5, sondern das anderthalbfache von dem, was man sonst kriegen würde. Und dann mache ich jetzt direkt noch ein zweites und mache damit dann... Danach mache ich dann Schluss für heute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber erst haben wir noch eine. Ein Ründchen. Wenn das dann mal losgeht hier. Großes Rennen. Tja. Hoffen wir mal, dass wir diesmal mehr Glück haben. Gut, diesmal geht's nur auf ein Ziel. Auch das in der Mitte, wie ihr seht. Das ist ja immer das hier mit dem weißen Pfeil. Ich habe gerade letztes gesehen, irgendwie nimmt mein Aufnahmeprogramm die Maus, den Mauszeiger nicht auf. Habe ich bei der letzten Folge schon gesehen. Muss mich so nicht entschuldigen und habe das ganz vergessen, nochmal nachzutesten. Aber das werde ich dann noch nachholen. Also spätestens nächste Woche müsste dann der Mauszeiger mit angezeigt werden. Ich hoffe, ihr konntet soweit alles sehen, was ich mache. Kurz rammen? Nee. Die rammen sich nicht. Norbert Markusiewski. Aha. Ja, also wie es aussieht, sind wir zu zweit hier alleine auf der Seite. Was sei denn, das Torpedoschiff da hinten, der Zerstörer kommt doch mit. Werden wir sehen. Ich muss ja eben kurz was trinken. Ich fahre mal ganz lässig an Markus vorbei. Norbert, meine ich. Ah, da sehen wir schon den ersten. So, schicken wir dem direkt mal eine Salve entgegen. Da ist noch einer. Nehmen wir direkt den hier. Und direkter Treffer. Sehr schön, aber der schickt uns wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Torpedos in den Hintern. Oder versucht es zumindest. Das heißt, wir drehen erstmal bei. Seht ihr, das habe ich mir nämlich direkt gedacht. Torpedos, astern! Ja, ja, die Torpedos lassen mich gerade eiskalt. Und wir warten mal so ganz kackfrech auf den. Thank you.
Oh, schade, das war ja wohl mal wieder nix. Das war ein Treffer. Ich noch eine Salve hin. Sieht nicht so aus, aber... Den kriegen wir jetzt weg. Sehr schön. Das wollte ich. Ich wollte den Zerstörer direkt weg haben, damit er mich nicht hier abschießen kann. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich hier wieder wegkomme. Hier sind mir dann doch ein bisschen zu viele, wenn ich alleine hier rum und gammel. Gucken, kann ich hier irgendwo drüber irgendwas ausmachen? Ne, geht nicht. Gut. Habe ich ihn? Jawohl. Schon wieder noch ein Pint gehen hinterher, ne? Weil es so schön ist. Aber getroffen habe ich diesmal nicht. Den schön einem mitgeben. Na, krieg ich da was hin? Schön bremsen. Jawohl, sehr schön. Nee, jetzt muss ich doch leider wieder vorwärts fahren. Hab auch schon was abbekommen, aber ein Segen nicht so viel. Also wir haben gerade bis jetzt nur einen verloren. Das ist natürlich sehr gut. So, und der ist direkt... Okay, das war natürlich sehr schlecht. Aber trotzdem noch Treffer abgekriegt, hat er. So, mache ich das so, dann müsste ich eigentlich treffen. Und, was sagt's? Sehr schön. Was ist das für einer? Eine Eri? Okay. Oh, den habe ich aber ordentlich getroffen. Dann mach ich direkt mal weiter bei dem, wa? Weil es so schön ist. Okay. Das habe ich nur einmal getroffen, aber... Der ist da am Rumwarten. Das heißt, den können wir nachher schön... Okay, jetzt fährt er auch noch rückwärts. Aber ich habe dem seine Kanone zerstört. Das ist doch mal schön. Das wird ihm den Rest geben jetzt, denke ich mir mal. Richtig, ja, da. Na, jetzt kommt da noch einer. Den machen wir jetzt auch nochmal frisch. Das ist der letzte Überlebende. Ja, sehr schön. So, war schneller als gedacht. Wir haben die schön und sehr schnell platt gemacht. So, jetzt, das sind 1200, die ich gekriegt habe. Insgesamt waren es dann knapp 1600. Ach, ich bin Level gestiegen. Sehr schön. Ich habe neue Sachen bekommen, und zwar Verbesserungen. Verbessern Sie verschiedene Systeme des Schiffs, um dessen Gefechtsleistung zu verbessern. Das ist doch mal sehr schön. Gucken wir gleich mal, was das ist. Verbesserungen beeinflussen alle Module dieses Typs, die mit dem Schiff kompatibel sind.
Anzahl für ein Schiff verfügbarer Verbesserungen hängt vom Schiffstyp und Stufe ab. Okay, sehr schön. Um ein Schiff zu verbessern, gehen Sie in den Schiffsmodulbildschirm. Mach ich. Und Kreditpunktebonus 1.250.000 Kredite. Sehr schön. Das machst du direkt das bezahlt. 2,5 Millionen haben wir jetzt schon. Dann gehe ich doch direkt mal gucken. Ach nee, das war ja nicht hier, oder? Das hier haben wir. Wann? Okay. Hat da irgendwas gekriegt? Ich bin jetzt aber nicht sicher, was. Minus 100% zur Chance einer Munitionsbunker-Detonation. Ach so, okay. Alles klar, wo ist mein Wehrpass? Ich will zu meinem Wehrpass. Ach so, das geht. Ach so, Errungenschaften. Ah, okay, das habe ich doch. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen hier. Hier, Siege 61,2%. Das ist doch mal super, oder? Nicht schlecht. 22% der Gefechte überlebt. Na gut, das geht. Könnte besser sein. 11 Siege, 7 Niederlagen. Okay, so viel habe ich ja dann doch noch nicht gespielt. Gegnerische Kriegsschiffe zerstört. 18. Das ist doch mal schön. Sozusagen in jedem Gefecht einen abgeschossen. So, gut. Dann gehe ich mal wieder zurück hier, wenn ich jetzt weiß, wo. Ach, genau, den wollte ich ja hier, ne? Den wollte ich erstmal erforschen. Das ist meine Stimme ein bisschen weg. Ah, ich kann schon direkt hier den. Ein bisschen mehr Artillerie, das braucht man zwar nicht so dringend, aber... Gehen wir mal zu den Verbesserungen bei der. Bei der Tenyu. Ach ne, die muss ich erst mal kaufen. Grundausbildung kostenlos. Ach so, alles klar, ja, das sind ja die Kapitäne. Aber ich mache nur hier Flottenschule. Weil ich habe kein Gold. Das habe ich leider nicht. Das ist ja alles hier auf, bei den Free-to-Play-Games. Ist das ja alles... ziemlich viel mit im Payment-Bereich, ne? Ist ja klar. Müssen ja auch ihr Geld verdienen. So, sehr schön. Davon brauche ich noch ein paar. Mach ich direkt mal Yashuhiro Sato mal einen Punkt verteilen. Das ist ein Kreuzer. Hat aber auch Torpedos. Das ist doch mal sehr schön eigentlich. Probiere ich gleich mal aus. Mache ich die nächste Folge damit. Und dann sehen wir das nächste Woche. Ich mache da wieder... Nee, dann mache ich das. Ich mache das hier. Ist für mich für ein Torpedo-Schiff eindeutig besser. Gut. Dann verabschiede ich mich mal von hier aus von euch. Wünsche euch allen noch einen schönen, angenehmen Sonntag. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Oder ihr guckt bei meinen anderen Filmen rein. Und bis dahin, viel Spaß noch, euer Wobra. Ciao, ciao.